Hey Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinite, Burial at Sea. Ja, weiter geht's in Fontaines Haushaltswarenladen. Hier sollen wir nämlich die kleine Sally ausfindig machen können. Und ich glaube, man kann jetzt schon mal sagen, die Schießerei, die wir alle schon so insgeheim erwarten, wird bald kommen. Das Spiel ist ja eigentlich im Herzen ein Shooter, auch wenn ich es doch ein bisschen anders sehe, aber trotzdem, es wird wohl bald Closed by the Order of the Council. Aha. Let's have another look around. Perhaps we'll be able to find something to get us up and over. Ich habe schon was gefunden, liebe Liz, aber ich habe keinen Skyhook, von daher werde ich da nicht hochkommen. Ah, was haben wir da? Bourbon, nee. Könnt ihr behalten, ich sauf doch jetzt nicht. Guck mal, das. Ich denke immer, das ist Geld, aber das ist nur zerknülltes Papier. Wobei mir auch auffällt, die haben hier überhaupt kein Papiergeld, nur Münzgeld. Was ist. Gibt Eve. Na gut, ich habe schon auf Maximum, das passt. Ah, Banane. Lecker, lecker. Hier noch was? Nö. Oh. Air Grabber. Ah, das ist doch so ein Skyhook. Der sieht nur ein bisschen moderner aus. Could be handy. A Skyhook? Skyhook? You mean the Air Grabber? Kids use them to ride around up on the Pneumo lines. Air Grabber? Huh. Constants and variables. Constants and what? Never mind. Ja, das spricht jetzt wohl auf ihre Many Worlds. Also auf die Many-Worlds-Theorie an, die ja auch ein bisschen verwendet wird. Die Risse, die Liz erzeugen kann, ich glaube, das hier ist eine Variable, denn vorher gab es ja keine Skyhooks in Rapture. Das hat es wohl irgendwie von Columbia hier rüber geschafft. Stuck. Was? Mr. DeWitt, someone's coming. Oh nein. Was zur... Wer ist das denn bitte? Alright, I got the grabber unjammed. Und bam! Den habe ich zerlegt. People just like me. Right off the shelf. You can't buy that for love of money. Hallo. Need more time to look. Catch! Oh, danke, Liz. Okay, also Kampfsystem funktioniert noch. Look. Wie früher. Housewares. That's where Cohen said we'd find Sally. The store ran trams between the three buildings. We'll need to avail ourselves of that. Assuming it still works. Optimism, Mr. DeWitt. It helps in situations like this. Sieht alles so geil aus hier. Oh. Guck mal diese... Wie Seepferdchen irgendwie. Das ist so toll, Leute. Ich möchte in Rapture leben am liebsten. Auch wenn's, naja, ihr wisst schon, nicht sehr schön hier ist. Zumindest jetzt nicht mehr. Also, das, was uns bald erwarten wird. Was? Müsli. Das war von dem Typ, der hier drauf krepiert ist. Aha. Lecker Teechen trinken. Was hast du noch, Müsli? Nom nom nom. Gut, ich glaube, wir haben soweit alles durchsucht. Aber warum habe ich so wenig Munition? Stand above the crowd. Steh über der Menge. When did you come to Rapture? Oh, it was, geez, I guess around 51? No, 48? That's a rather large gap. Time. Life I had before. Sort of becomes a blur. 49. 49 for sure. Damn. You look a mess, Mr. DeWitt. Just keep your eyes open for splicers. They can do us a whole lot worse. Here, little birdies. Eat it up. Well, it's good for you, you know? I've never heard of birds that didn't like seeds. What's the matter with you? Do you think it's poison? Achso. Ja, ja, mehr Schaden verursachen mit einem Schleichangriff. Das habe ich mir fast schon gedacht. This outfit, it doesn't feel right. Should I change again? Where's the mirror? Die ist ein bisschen verrückt, oder? Die erinnert mich an das, was man auf Cohens Video gesehen hat. Die mit ihrem Konfetti da. Oh, was ist das? Das sind Ratten. Darum. Oh, oh. Alter Schwede. Wow. Ihr seid ja krank. Oh nein. Habe ich dir nicht den Kopf abgeschossen? Was willst du?
Okay, sie haben es wohl ein bisschen entschärft, fällt mir gerade auf. Ja, ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen zögerlich gekämpft, aber ich wollte ihn in den Kopf schießen. Well, there's the tram. That Splicer had no problem freezing a path for himself before. I'm sure he'll be happy to do the same for us. I have no doubt you'll prove persuasive. Dann müssen wir wohl diesen Typ finden. Mr. DeWitt, look. Was? An ice rink. Be good at places any to look for our new friend. Says it's on the top floor. So we go up. Das Ding sieht gruselig aus, wollte ich nur mal sagen. Rapture on Ice. Ich weiß nicht, also irgendwie gefällt mir Elizabeth auf ihre kühle Art. Vorher war sie zwar ein bisschen lebensfroher und naiver, aber so? Hm, hat auch was. Eine richtige Lady ist sie geworden. Ein Ring. Ein bisschen Eve. Oh, ist das ein Laden? Ja, ein Laden, sehr gut. Da würde ich gleich mal ein bisschen shoppen gehen, aber ich kann sie auch manipulieren, genau, warte mal. Geht das hier auch? Das geht ja sogar. $8? Mein Geld! Was ist das eigentlich für ein Geld? Da steht ja R drauf. Ach, guck mal, hier kann ich mir meine Plasmide... Oder soll ich Vegas? Nein, ich bleib bei Plasmiden. Immerhin sind wir ein Rapture. Meine Plasmide kann ich mir verstärken. Ah, wie gut. Ja, sehr schön. So, warte, dann kaufe ich mal ein. Was, 3 von 12? Ernsthaft? Warum? Ich kann mir echt nur so wenig Munition kaufen. Alter Schwede, dann ist das hier gar nicht so ein Ballerspiel, sondern mehr so ein Haushalten. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber ich kann ja nicht einfach rumrennen und alles niederballern. Oh, guck mal. Brett. Was? Prêt-à-porter. Prêt-à-porter wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich wieder Französisch oder so. Kann ich nicht. Mag ich nicht. Die Frage ist halt... Warte mal, wie geht denn das mit dem... Ich hab doch mein Kompass, quasi. Besuche Rapture on Ice. Der Frosty Splicer hat das Mittel, um eine Eisbrücke zur Tram zu erschaffen. Folge der Spur von eingefrorenen Gestalten, die zur Eislaufbahn führt. Ne, ich geh erstmal hier rein. Prêt-à-porter. Ach, keine Ahnung. Ein Modegeschäft. Ja, wie man hier sieht an der Leiche, es gibt auch noch normale Menschen. Ich meine, später in Rapture, wenn wir da mit Jack unterwegs sind, dann... Another burst pipe. The store sunk a few hundred feet beyond its specifications. More pressure, more burst pipes. Ja. Da gibt's halt nur noch die Splicer. Da gibt's keine normalen Menschen mehr, so ziemlich. Die man trifft, die sehen zwar normal aus, aber sind nicht mehr normal im Kopf. Was ist da noch? Guck mal, da ist ein Safe und da liegt noch... Ah, das sind Klamotten, Leute. Ich will da rein. Ich kann nichts machen. Wahrscheinlich brauche ich hier ein Elektroplasmid. Oh, guck mal, das Ding. Sieht ja fast aus wie ein Clown. Uah. Oh, noch Geld. Noch mehr Geld. Aha. Ach, schau mal an, die gibt's auch wieder. Let me see that. Have matters progressed so little. I could turn this with a rake pick. Done. Where'd you learn that? Oh, it's something I picked up a long time ago. Mm-hmm. Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht? Our frozen friend leaves a hell of a trail. Oh ja. Ich freue mich halt echt wieder, dass... Oh, ich dachte eben schon. Wie verwandelt er solche Puppen und Uhren und was weiß ich alles direkt in Geld? Da kommt Kaffee, geht immer. Ja gut, ich nehm's gleich mit. Come on. Just let me in, okay? Okay. He said we're all equal down here now. All in the same boat. I just want a taste of some high-class food. Splicers. I don't think they see us.
If you keep quiet, maybe you can get the drop on them. Even the odds. Yeah. Maybe if Und? Ja, Mann, wie schön. Alle verbrannt. So, meins, meins, meins. Ja, ich finde das... Ich finde das lustig. Das, ich bin auf deiner Seite jetzt, Alter. Aua! Du Penner, warum treffe ich ihn nicht? Ja, wo rennt denn die hin? Du bist auf meiner Seite, du Kuh. Erzähl jetzt mal. Danke. Na, alles klar bei dir? Alter Schwede! Du krankes Stück! Hm, jetzt kann ich's. Ein Damenschuh. Ja, ich sag ja, wie machen die das direkt zu Kohle? Das geht doch gar nicht. Wahrscheinlich steht hier irgendwo ein unsichtbarer Händler und sagt, Welcome! Und kauft man dann den Kram ab oder so. Ich weiß ja auch nicht. So, noch ein bisschen Geld. Ich habe schon gemerkt, sie haben hier ein bisschen was wegrationalisiert. Also auch, dass man nicht zu viel Geld oder Munition hat und so weiter, das gefällt mir aber. Also generell trägt man ja immer Sachen mit sich als... Oh, oh. Als hätte man einen Packesel unter der... unterm Arm oder so. Oh, oh. Oh, oh. Danke. Das ist lieb. Kann ich den hacken jetzt so? Dass es immer auf meiner Seite steht, das Ding? Ah. Ausrüstung ist eine spezielle Kleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst nur 4 Teile auf einmal tragen. 1 pro Typ. Elender Blutsauger. Ah, Feinde töten verschafft etwas Eve. Das nehme ich doch. Und zieh es auch gleich an. Ha. Oh, ein Dietrich. Schön. Das ist doch wunderbar, dass ich hier gleich schon Dietriche finde. Ach, schau mal an. Bevor ich jetzt wieder da runter gehe. Oh. Ich dachte eben, da steht einer. Ein Feind. Sincerity. That's what I'm lacking. Hallo. Na, alles klar. Oh. Oh, geht das auch wieder. Oh, du liebes bisschen. Aber sie haben es deutlich entschärft, man sieht es. Ist nicht mehr ganz so blutig. Was macht er denn da? Ja, die Puppe gehört dir. Kann sie von mir aus auch, ist mir doch egal. Oh, wer ist das schon wieder? Sagt mir auch nichts, das Gesicht. Ryan, you bastard. Left me here to rot. Sure, I signed the contract. Helped turn Fontaine's into a prison. 10 days, big rush, everything slapped at. Right before the prisoners are brought in. One of your piece of shit turrets. Bam! Both kneecaps. Now I'm likely a cripple locked in a jail, surrounded by maniacs. I haven't even been paid, but I don't care. Just get me out of here! Oh man. Beide Kniescheiben zertrümmert. Ach, sieh mal, da ist ja wieder ein Frachthaken. Also die reden ja noch, als wären sie ganz normal im Kopf. Zumindest von der Stimme hört sie sich noch nicht so komisch an. Gibt es hier auch wieder Sicherheitskameras? Nein, nein, nein. Na, Kumpel. Ja, ich find's voll gut. So. Elizabeth, little help. On it. Aber irgendwie wiegt sie immer noch so ein bisschen verspielt. Als wäre sie noch nicht ganz so abgebrüht, wie sie tut. Oh, Leute, diese Musik. Ich find sie einfach fantastisch. Ah, Munition. Was ist das? Für Tommy Gun. Ah, da gibt's hier eine Tommy Gun. Das ist ja nett. Wahrscheinlich kriege ich dafür auch nicht so viel Munition beisammen. Na, Puppe. Geld, 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 Geld. Doch, kann ich. Ich kann mit dir reden, wie ich will, du Schwein. Was ist das? Der Revolver ist voll. Na toll.
Wahrscheinlich kann ich ja auch wieder nur zwei Waffen gleichzeitig tragen, aber ich finde das auch mal wieder nicht so schlimm. Oh Gott, nö. Ich sauf mich jetzt hier nicht zu. Oh, guck mal. Ja, das ist schön. Ich glaube, ich nehme Eve. Dann habe ich nämlich wieder... Dann habe ich nämlich wieder genau so viel, dass ich 5 Feuerbälle verschießen kann. Und wer ist das? Das ist Ryan. Nee, Sander. Ah. It used to be such a thrill to hear Ryan speak. Parasite this. And the exaltation of man that. Sure, it could all get a bit of a bore. But the old bear sure knew how to enunciate. Ich finde die englische Synchro richtig, richtig gut. Hallo. Ich habe gar nichts versprochen, du. Penno, opsala. Muss mich erstmal wieder dran zu gewöhnen, zu schießen hier. Kannst du mal aufhören, bitte? Danke. So. Oh oh. Okay. Alles gut. Alle tot. Mir geht's aber gut. So, wunderbar. Probieren wir mal die Tommy Gun aus. Die sieht eigentlich auch sehr nett aus. Kann ich die wieder upgraden, so ein bisschen, oder? Ich würde das Ding gerne hacken. Also richtig hacken. Geht aber wohl nicht. Was? Erklärter Technikfeind. Ja, wegen mir halt. Ist da noch was? Oh, noch ein Dietrich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ein paar Chips. Aha. Medizin und Alkohol sollte man eigentlich nicht mischen, Kumpel. Vielleicht ist er ja daran verendet. Weiß man nicht. Okay. Das brauche ich jetzt leider nicht. Ich finde die Ja, die Level-Architektur finde ich super. Die ist ziemlich durchdacht wieder mal. Oh, was? Kleiner Goldbarren? Okay. Oh, Mann. Ja, man sieht schon. Die Splicer sind hier irgendwie so ein bisschen hohlgedreht und haben einfach mal alle umgebracht. Oh, seht mal. Das Bild haben wir auch schon gesehen. Im Plaza. All in now. Oh, oh. Danke. Mr. DeWitt, hier. Warum sagt sie nicht Booker zu mir? Ich meine, immerhin... Na gut, vielleicht will sie ja vermeiden, dass es wieder so ein bisschen... Oh. Dass die beiden sich wieder näher kommen und dann... Oh oh. Sag mal, bleib doch mal stehen. Ich habe was Schönes für dich. Komm mal hier. Hallo. Ja, ihr wisst schon, der letzte Abschied war schon sehr schwer für beide, denke ich mal. Besonders für sie, ich meine... Ach, Leute. Ich will jetzt nicht so viel darauf eingehen, auf das Vorspiel. Also, ihr wisst schon, nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Das wäre natürlich nicht in Ordnung. Sondern Bioshock Infinite, das Hauptspiel. Ich denke mal, für Liz war es ein sehr traumatisches Erlebnis. Vor allem, als die Erkenntnis beide getroffen hat. Ich will das Ding hier kaputt machen, wisst ihr das? Das ist aber nett von dir, Lizzie. Ich nehme trotzdem wieder den Colt. War eigentlich so meine Lieblingswaffe in Infinite. Look up there. Ach, da ist ja wieder ein Skyhook. Warte mal. Aber hier war doch auch einer. Komm ich da irgendwo... Hoppala. Na gut, wahrscheinlich hätte ich damit nur abkürzen können nach da oben. Hui! Und... Hui! So, schön. Naja, wunderbar, liebe Leute. Ich würde sagen, jetzt wird es ja ein bisschen actionreicher. Und ich hoffe, dass es nicht zu schnell vorbei ist. Das wäre wirklich schade. Auf jeden Fall lasst mir doch gerne noch was da. Gebt mir eine Bewertung auf das Video. Ihr seht ja, was wieder los ist. Heieiei. Die kleinen Misskünstler auf YouTube. Und vielleicht noch einen netten Kommi. Ich meine, seit Google Plus sind die immer weniger geworden. Finde ich ein bisschen schade. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ihr was schreibt.
Und wir sehen uns dann später wieder, wenn es wieder heißt BioShock Infinite, A Burial at Sea.